So, da bin ich wieder. Hallo. Ja, nein, ich habe keine Untersuche. Keine Untersuche. Hey, was ist denn los? Mein Gott. Ich habe keine Unterhose gesucht und nein, ich habe noch keine Angst, sondern ich habe unerwarteten Besuch bekommen gerade. Deswegen musste ich gerade eben kurz weg. Jetzt habe ich natürlich die Hälfte der Story verpasst. Oh mein Gott, jetzt werde ich nicht mehr mitkommen. Was hat er denn? Alter, was ist das für ein Spiel? Schiffskarte öffnen. Bitte. Alles klar, wir werden so klarkommen, denke ich mal. Ich kann es nicht erwarten, Dave zu sehen. Ich liebe ihn so sehr. Es ist jetzt 2 Monate her. Wenn mein Transfer zur Station akzeptiert wird, werden wir uns näher sein. Ich kann es nicht ertragen, so lange von ihm getrennt zu sein. Mein Name ist Karen Ann. So, Karen Ann mag ihren. Er hat ein Rohr in der Hand. Er hat Rohr gesagt. Einfach so. Was ist das hier? Zugangskonsole. Was ist das? Wieso? Achso, jetzt sind meine Speicher. Ich hatte schon mal gespeichert. Wieso? Wieso ist unser Arm in der Mitte? Und wieso fährt er so komisch raus und rein? Und wie? Was hat er denn, dass er so schwer atmet die ganze. Ich habe immer noch keinen Plan, wo wir hin müssen. Hier steht nur, stellen den Strom wieder her. Schlüsselkarte. Alter, diese Schrift da unten, ne? Das erinnert mich so N64-mäßig, ohne Spaß. Das ist so. Wir können mit allem umgehen. Was hat er denn? Und vor allem, was müssen wir denn jetzt machen? Ich werde mal hier lang gehen. Ich speichere mal vorsichtshalber. Nicht, dass wir irgendwie gleich sterben. Mit dem rausfahrbaren Arm, der aus der Mitte des Bildschirms kommt. Ich will gar nicht wissen. Vielleicht ist es sein dritter Arm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bzz. Gleich kommt der Resi-Opa. Ja. Ethan! Ethan! Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Wieso ist die Tür jetzt offen? Was? Egal. Steht schon wieder so einer. Achte mal bitte auf die Fußgeräusche. Die passen überhaupt nicht zu. Überhaupt nicht, vor allem. Überhaupt, was ist denn los? Überhaupt nicht zur rhythmischen Bewegung bei ihm. Pass mal auf. Alter, das Spiel ist so durch. Kriege ich auch immer so zu meinem Bett. Warum sollte ich ihm denn wegen trauen? Ich traue ihr gar keinem mehr. Was ist das für eine dumme Aussage? Starte die Maschine erneut. Wo habe ich denn die Maschine gestartet? Maschinenraum. Wird wahrscheinlich richtig sein. Ja, hier. Entschuldigung, das war so schlecht. Entschuldigung, das ist so schlecht. Entschuldigt, lieber Entwickler, aber das ist so schlecht. Gott, ist das schlecht. So, was haben wir. Was? Alter, Alter. Alter, wie groß ist denn bitte. Wie groß ist denn bitte die Ratsche? Wie groß ist denn bitte dieser Schlüssel? Ja, ich hab einen Schraubenschlüssel, der ist so groß wie mein Bein. Alter, wie riesig. Guck mal, der Typ, ne? Im Vergleich. Alter, kann ich mich ducken? Alter, die Ratsche ist größer wie der Typ. Ich muss was reparieren. Wir brauchen 100 Mann für die Knarre. Was ist das für ein Spiel? Ich habe nämlich beim ersten Mal spielen gar nicht so mich umgeguckt, aber ich glaube, es wird witzig. Ich glaube, wir werden halt eine Menge Spaß haben bei dem Spiel. Hier so am Feuer, mach da mal die Karte auf. Kannst du super erkennen dann. Finde ich klasse. So. La 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 la. Wir müssen jetzt also erst nach Deck 4, um da so ein Tool zu bekommen. Und auf Deck 4 können wir dann wieder anschließend auf Deck 5 gehen, um dann irgendwie so einen Luftschacht zu öffnen. Ja. Backseat Gaming.
Vor allem, hey, warum soll ich jetzt nach oben? Wie ist ein Kackwerkzeug? Warum hat er nicht vorher gesagt? Ja, er wusste ganz genau, dass wir da diesen dämlichen Schacht klettern müssen. Da sagt er, ja, geh erstmal nach 5. Nee, ach nee, warte mal. Ach, das Werkzeug ist auf 4. Warum? Warum sagt er nicht vorher, geh auf Deck 4, hol das Werkzeug? Wie bescheuert. So, vor allem, wie er auch läuft. So, und wo muss ich jetzt hin? Der ist, glaube ich, im Asthmatiker-Club. Hier vielleicht rein. Ja, hey. Am besten nicht, ja, wenn du speicherst. Ja, ist klar. Ja, ist ein Traum. So, was haben wir hier? Computer. Nachricht. Ja, möchte ich nicht lesen. Ciao. So, nee. Ab jetzt juckt mich das nicht mehr. Die Karten lese ich, aber ich lese keine Computernachrichten. Das ist mir... Eine Flasche, kann ich die aufnehmen? Kann ich mich betrinken in dem Spiel? Nein, geht nicht. Ist etwa die Story nicht so wichtig? Nee. Tür, aufgeschlossen. Sicherheit. Eine Live-Kameraaufnahme. Der zeigt auf uns. Der... Ja, ist ein Traum, das Spiel bisher. Ja. Ist ein Traum. Und dafür... Man muss auch mal Scheißspiele spielen. Ja, habe ich letztens noch gesagt. Man muss auch mal Scheißspiele spielen. Ich meine, um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es ein Scheißspiel ist, aber ich finde, es könnte schlimmer sein. Es ist auch so mega hell. Ich verstehe es nicht, warum man ein Horrorspiel so hell machen kann. Oh, wieder Karen. Ich habe Dave 89 Nachrichten geschickt und immer noch keine Antwort bekommen. Vielleicht erhält er sie nicht. Ich kann ihn nah bei mir spüren, als ob er über mich wacht. Ich liebe ihn so sehr. Und das haben die voll von Monstrum geklaut. Das mit den Rohren hier und dem Dampf. Dieses Klackern. Klick, 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 klick. Das... Da hinten lief einer. Der war am Humpeln. Das ist wahrscheinlich einer von den Entwicklern. Das Spiel scheint sehr gut zu sein. Ja. So. CNT. Walton macht sich gerne über mich lustig. Aber jetzt nicht mehr. Ohne seine Zunge. So. Da ist locked. Hier haben wir irgendwie so ein Lager. Da hängen wieder welche rum. Who could have done this? Wer hat sowas getan? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht der humpelnde Typ, der da lief? Vor allem, wo muss ich hin? Alter, wie hell diese Gänge einfach sind. Ist das, wirkt das im Stream auch so? Das ist so wie ich im Gang hier stehe, komme vor, als ob hier 2000 Wattstrahler stehen. Das ist, lieber Entwickler, falls ihr gerade zuguckt, das ist viel zu hell. Wie kann man nur? Und auch warum leuchten hier? Warum kriege ich so einen komischen Strahl ins Auge, wenn ich hier auf so einen abgerissenen Elektrostromschlauchkabel gucke? Die Tür ist versperrt. Computer sagt nein. Also ich finde, da kommt kaum Atmosphäre rüber. So hell wie in Star Wars. So hell ist. Ja. Dunkelheit macht echt viel Atmosphäre aus. Magst du ja nicht glauben. Wenn du so Dead Space denkst oder oh, Alien, ja. Isolation. Oh ja, Dead Space. Oh ja. Alien, wenn du das mal mit Alien vergleichst, ist das hier ein Witz gegen. Das ist doch nicht mal irgendwie ansatzweise mal. Aua! Ja. Jetzt bin ich durch den Rauch gegangen. Toll. Kann ich den irgendwie vielleicht hier... Ah, hier, ich kann den befummeln. Ah. So. Hier komme ich nicht rein. So, wo ist denn jetzt das Kackwerkzeug? Ah. Warte mal, wie mache ich denn nochmal das Inventar auf? Habe ich... Ah, ich habe sogar 2 Medipacks. Guck mal an. Und einen Hamburger, den ich irgendwo auf einer Station gefunden habe. Den werde ich mal essen. Ist bestimmt gut. Ja, klar. Hä?
Wieso nehme ich hier Schaden? Von was? Hier ist nichts. Hier ist verdammt nochmal gar nichts. Boah, ist das ein Kackspiel. Boah, so ein Drecksspiel. Ehrlich. Ich nehme hier so ein... Komm, ich nehme noch so ein Medipack hier. Ja, wir werden sehr viel spielen. Man merkt, was? Das Spiel, wie viel hat das Spiel gekostet? Echt. Boah, ich glaube 35 oder 40 Euro habe ich noch nicht bezahlt. Ist das noch auf Rechnung? Ich glaube, ich schick's zurück. Liebes Spielekrotte-Team, ich gerade zusehen, ja. So ein Dreckspiel habe ich mir gekauft. So. Ja, ich werde es trotzdem bezahlen. So, hier ist ein Code. Was hat er hier? Ah, Daniel S. Ich weiß nicht, was es mit all den neuen Sicherheitsprotokollen auf sich hat. Jeder dreht hier am Rad und ich habe das Gefühl, dass sie uns nicht alles sagen. Wir sollten einfach alle vom Kryoschlaf aufwachen. Ich habe einen neuen Zugangscode für den Lagerraum erhalten. Ich darf ihn noch nicht mal vergessen, sonst bringt mich der Chef um. Mhm. Also der war ja so, ja. So, schön, dass ich auch... Alter, kann ich mal eben... Ich muss mal eben was gucken in den Einstellungen. Irgendwie ist mein Bildschirmrange total raus. Ich sehe nämlich die Dings gar nicht. Die, Den... Ne. Hä? Ich sehe das Passwort gar nicht. Super. 5, 8... Wie soll ich das jetzt... Wie... Hä? Warte mal, ich mach das mal anders. Ach, siehst du dein Passwort nicht wegen deiner Kamera oder was? Nein, weil ich Dings, weil ich, Nein, was mache ich denn da? Entschuldigung! Entschuldigung! Oh Gott, ich hoffe, das geht jetzt. Da Szene bearbeiten. Wow, wow. So, geht das jetzt? 56179, wenigstens hat jemand aufgepasst. Dankeschön, Sven. Tastenfeld beginnen. 5, 6, hallo, 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 6, 1, hallo, 1, 7, 9. Boah, das der Hammer ist, du musst das alles mit dem Stick machen. Wie, was mit dem Stick? Du musst alles mit dem Stick machen, das ganze Tastenfeld bedienen mit dem Stick, nicht mit dem Digipad. Also wenn du dich da mal irgendwie verdrehst oder so, wandert da anstatt auf Enter auf 8 oder so. Hä, das stimmte gar nicht. Ach so. 5, 6, 1, 9, 7 ist es. 5, 6, 1, 9, 7. 5, 6, 1... Na, jetzt habe ich mich vertippt. Access denied. 5, 6, 1, 9... Und das ist auch super groß geschrieben. So, okay, dann gucken wir mal. Was war denn hier noch? Ich gebe dem Spiel ja eine Chance. Es scheint so, als ob die Firma heutzutage einfach jeden an Bord aufnimmt. Ich erinnere mich noch daran, als der Einstellungsprozess noch so fordernd war, dass es kaum hier rein, dass jemand kaum hier reingeschafft hatte. Und jetzt haben wir alle möglichen Dreckskerle in der Crew. Sogar Ex-Straftäter. Ja, würde ich mir mal Gedanken machen, Kollege. So. So, was... Hier ist wieder... Ich hatte meine Verdächtigung über illegale Drogengeschäfte auf dem Schiff, doch jetzt bin ich mir sicher. Die ganze Technik-Crew steckt da mit drin. Ich weiß es. Ich werde Summers damit konfrontieren. Mhm. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ernsthaft. Blocken. Was denn? Es sieht echt aus wie bei Alien. Alarm natürlich nur in dem Raum. Ja, genau. Ist ja auch super sinnig. So, wir haben das Werkzeug. Mussten jetzt runter, ne, oder? Wenn wir das Werkzeug haben. Ja, in Deck 5. Wir sind Deck 4. Ja, ja, ein bisschen habe ich mich erschrocken, muss ich ja ganz ehrlich zugeben gerade, weil der Effekt war cool. Aber nur ein bisschen. Ich finde die Fußgeräusche immer noch total den Highlight.
Die wirken immer noch so, als ob hinter dir einer läuft im Raum. Ja. Ich habe jetzt schon Angst bei dieser gruseligen Steuerung. Kampf gegen... Oh, hier kann man speichern. Zu kämpfen oder so. Ich habe ein wenig Angst, was da auf uns zukommt. Was spielen wir hier? Man achte wieder auf den einfahrbaren Arm. So. Nicht da reinlaufen in den Strom. Stromdingsbumsen. So, irgendwo war hier der Ausgang. Ich glaube. Hier. Ja. So, wo war der Fahrstuhl? Hier war der, ne? Oder? Ne, da baumeln die rum. Ich würde auch gern mit dem rumbaumeln. Das sind wahrscheinlich ehemalige Spieler. Die haben sich auch das Leben genommen. Hä? Die Tür war gerade auf. Da geht die vor der Nase zu. Was ist das? Alter, was? Was? So, 4. Ne, hä? Ne, 5 müssen wir. Entschuldigung. So, bin schon. Das Spiel macht mich schon mental fertig. Da. Toll, was ein Tipp. Das kriegst du noch nicht mal zum Spiel. Das kriegst du im Ladebildschirm. Jetzt hast du schon 2 Level hinter dir und hast wahrscheinlich schon 100 Kisten und Schränke verpasst. Überprüfe Schränke und Kisten für Objekte wie Batterien, Munition oder Verbandskästen. Du kriegst es im Spiel noch nicht mal als Tutorial. Ja, man kann Kisten und Schränke öffnen. Man muss es selber rausfinden. Ja, mach mal. Du hast doch mal ein bisschen selbstständig. Was? Du spielst es aber heute durch? Oh. Ja, wenn es sein muss. So. Wo mussten wir... War das jetzt Maschinenraum, wo wir hin mussten? Oder war es Krankenstation? Ich bin mir da... Ja, doch, Maschinenraum, glaube ich, ne? Du willst das echt heute durchspielen? Ja, ich gebe mir Mühe. Ihr wollt mich doch alle nur leiden sehen. Ich weiß es genau. Bin ich jetzt hier... Nee, bin ich doch falsch. Ach nee, zur Krankenstation müssen wir, ne? Oh. Steht ja sogar da. Das wird dann heute definitiv lustig, wenn... Warte mal, ich speichere hier nochmal. Wenn wir, wenn ich das durchspielen sollte heute. Weil dann können wir uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass es heute definitiv sehr lustig wird. Weil ich möchte wirklich... ich möchte schon wissen, was noch hier alles so passiert. Es interessiert mich schon, wie man so ein Spiel raushauen kann. So. Ja. Vor allem super, man hat bei dem Spiel auch Ausdauer, was ich nicht sehe, weil ich kann den Rain. Ja, 3 Leute gucken sich das hier gerade an. Ja, die 4, die gerade da waren, der eine, der gerade abgeschaltet hat, hat's richtig gemacht. Sowas würde ich mir auch nicht antun. So. Boah, wenn ich das auf PlayStation streamen würde, auf Live von der PlayStation, hätte ich, glaube ich, mehr Zuschauer. So, hier haben wir den Zugangscode noch nicht. Da werden wir wahrscheinlich nochmal hinkommen. So, ich speichere hier nochmal, wenn wir schon einmal hier sind. Sicher ist sicher, ne? So wie bei Alien Isolation. Ihr kennt mich ja. Ich bin ein Mann der Sicherung. Geil, den dritten Arm einfahren. So, Maschinenraum. War das jetzt hier richtig? Haben wir im Maschinenraum die Maschine gestartet? Oder, ah nee, wir wollten die starten. Dann sagt der Typ ja, hey, ja, du brauchst hier dies und dies und musst erst nach oben gehen und tralala. Oder? Oder wo? Nee, warte mal. Ah ja, jetzt geht die Tür auf. Ah ja, okay. So, das ist jetzt alles auch neu für mich. Ich bin jetzt... Oh, ach, guck mal hier. Oh, was ist das denn hier? Was steht da drauf? Huge Swig. Ein guter Huge Swig-Drink und ein neues Sandwich, was einfach irgendwo hier wahrscheinlich seit Jahren rumgammelt, aber wir nehmen es mit und können es essen. Ich weiß gar nicht, meine Lebensanzeige ist voll, meine Ausdaueranzeige ist auch voll. Der Stuhl ist ein Traum, der blockiert mich. Ich komme. Okay. Hä? Was denn? Ich bin einfach mal nach oben geglitscht, in die Decke rein und der Stuhl ist einfach weggebackt. Alles klar. Okay. So, die Maschine hält an, während die Wartungsspeicher im Einsatz ist. Engine
gehe zum Ingenieurwissenschaft. Zum Ingenieurwissenschaft. Alan? Jimmy, is that you? Oh, I released the engine clamp. I know. Good work. Listen, you need to be careful. The crew is changed. It looks like everyone went insane. They're not just insane. Something changed them. They're barely human anymore. And you also need to be on the lookout for the ship's automated defenses. Everything seems to be out of control. I don't understand. Just be careful, alright? Wait, Jimmy! Damn it! Bitte warte, bis der Dialog zu Ende ist. Erst dann kannst du speichern. So. Alles klar, sie sind nicht mehr menschlich. Wer weiß, wer weiß. So, Deck 4 müssen wir, ne? Wo sind wir? Wir sind Deck 5, alles klar? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, die anderen Decks. Jetzt kommt erstmal wieder ein grandioser Ladebildschirm. Ich bin begeistert. Das merkt man voll. Ja. Ich guck gerade mal, was das für eine Spielzeit hat ungefähr. Aber ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Bitte sag mir, dass das Spiel nur 2 Stunden geht. Für dich 20. Ich werde so leiden. Gran Turismo habe ich erstmal gerade ausgeliehen. Hat mein Daddy, der Kampf wird vorbei. Ja, cool. Wenn man ausprobieren kann und das gefällt. Wenn ihm das gefällt, dann habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk. Hier hat einer geschrieben, als Pro schick ausgeleuchtete Schauplätze. Ja, sehr schick ausgeleuchtete Schauplätze. Ja, das stimmt. I was able to unlock the ship's rear access. Turn left as you exit the elevator lobby. It's quicker than walking around the whole deck. Mhm. Huch. Es ist so... Ich weiß gar nicht, es ist so Walking-Simulator. Mäßig. Ich laufe hier von A nach B, wird hier noch von A nach B geschickt. Aha. Aber viele Feinde bis jetzt kamen noch nicht, ne? Nova Corps, nö. Bis jetzt war gar nichts. Bis jetzt war Story-Gequatsche, bisschen rumlatschen, gehst mal dahin, gehst mal dorthin, machst mal dies, mach mal das. Und jetzt, Alter, ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich gleich irgendwo reinglitsche. Weil ich irgendwann so einen dämlichen Stuhl hängen bleibe oder so. Und dass ich gleich nicht mehr weiterspielen kann. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Ich glaube, das wäre auch das erste Spiel, was ich, glaube ich, live im Livestream vor der Kamera zerstören werde. Wenn mich das weiter aufregt. Ja, ich glaube, der VR-Modus ist mit das Highlight, glaube ich. Ja. Aber ist auch nicht so spannend. Da kommen dann die 3 Leute da auf dich zu und dann, ja, nur toll. Und dann irgendwie so Wellen, so Horde-Modus war das irgendwie. So von der Art her. Weil es stand ja auf einmal Tag 2, Tag 3, Tag 4. Hä, wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir... Hä? Was geht zum Ingenieurwissenschaft? Hä? Wieso? 8, wo sind wir denn? Wo ist denn 8? Ach, da hinten. Okay, also müssen wir erstmal wieder zurück. Ah, ist klar. Ja, ihr wolltet, dass ich durchspiele, ne? Also, hier guckt keiner zu. Ist was los? Dann wechsle ich gleich von live von der PlayStation. Gucken mehr zu. Da müsst ihr es ertragen. Tut mir leid. So. Vor allem die Roboter, wie die auch stehen, ne? So irgendwie so. Ich muss mal. So, jetzt muss ich geradeaus und der zweite Gang rechts oder nee, links, glaube ich, ne? Ist es, oder? Ich glaube links lang. Oder? Ja, und dann rechts. Ja, und ich sehe schon. Ah, ist klar. Great. Where the hell can I find the engineering staff? The chief probably has an office on this deck. Äh,
Büro 11 ist da oben. Ist klar. Das heißt, wir müssen erstmal wieder in welche Richtung? In die Richtung und dann links. Ist das jetzt, ist das jetzt hier? Nein. Aber hier kann ich speichern, oder? Weil ist hier nicht. Was? Hier. Was denn? Ja, ich habe ja gerade nur. Ich glaube, die ist gekauft, die Rezession. Positiv, das Spiel ist düster, sehr unheimlich und hat eine sehr gute und sehr bedrohliche Atmosphäre. Lass mich raten, GameStar hat das geschrieben. Das sind die, die auch geschrieben haben, warum kann man beim Rennspiel nur Erster werden? Das hat einer bei Amazon geschrieben und hat 4 Sterne gegeben. Ja. Der sitzt wahrscheinlich auch im Keller und spielt das Spiel. Wahrscheinlich hat er einen Pickel auf der Nase. So, hier muss ich jetzt rein wahrscheinlich, ne? Oder ja, hier, warte mal hier. Nein, ich will keine Protokolle lesen. Nein, 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 geh da rein. Dieses Menü ist aber auch so dämlich. Abfluss. Es gibt sogar Abfluss irgendwie als Untermenü. Keine Ahnung, was es bedeutet. Ich weiß es nicht. Diaz is in detention. If he's locked inside, I can't get to him. Maybe I can gain access to detention in the security office. Wie komme ich denn da unten hin? Wie komme ich nach unten rechts? Kann mir das einer sagen, wie ich nach unten rechts... Oh, die Texturen sind die allerliebst. Meine Güte. Sehr scharf. Kann man gut lesen. Schöne Lichteffekte. Ja, da hat er wirklich recht. Ach Mann. Ich kann aber nichts von Spielzeit lesen. Ja, wahrscheinlich nach der Hälfte aufgehört, nachdem sie gesehen haben. Oh, geil. Schöne Atmosphäre. Ja. Geile Lichteffekte. Oh, jetzt wird das Spiel scheiße. Jetzt mach ich aus. Nee, viele haben schon früher aufgehört, weil es nach 20 Minuten aufgehangen hatte, das Spiel. Entschuldigung. Was ist das denn, Alter? Ja, ich bin der Yo, ich mach das klar. Ich bin der Yo, ich mach das klar. Ich bin der Yo, ich mach das klar. Ja, lass es doch kommen. Ist doch egal. Muss ich den jetzt kaputt haben oder was? Oder wie kann ich den? Jetzt bin ich mal gespannt. Der erste Kampf. Entschuldigung, aber das ist so... Alter, das ist so lächerlich. Das ist so... Oh Gott. Personaldatenbank. Ja, way. Wie viel Leben habe ich denn? Der Kampf war langweilig. Habe ich noch genug Leben? Ich sehe das gar nicht. Wie viel Leben... Oh, ich habe ein bisschen Leben verloren, ne? Ich könnte mal ein Medikit nehmen. Medizinische Säge habe ich sogar. Ja, damit säge ich mir gleich meinen Kopf raus. Dann kann ich wenigstens... Und dann ist das Spiel endlich vorbei. So, erlange was? Zugang zum Knatz. Überprüfe Sicherheitsbüro. Wo ist denn das Kack-Sicherheitsbüro? War ich doch gerade bei 10. Aber da ist doch nichts. Ich muss erstmal nach Deck 5 wieder... ist es doch... Wo war der Fahrstuhl? Ach, jetzt ist die Tür zu. Jetzt muss ich echt außen rumlaufen zum Fahrstuhl. Ernsthaft? Oder gibt's hier noch einen... Da, 6 ist am Auf. Wo ist der Aufzug? Hä? Ja, bin ich doch. Hä? Hier ist doch ein Fahrstuhl. Wieso komme ich hier nicht mehr rein?
Ich komme nicht mehr in diese verfickte Hurentür rein, wo ich reingekommen bin. Wieso? Ernsthaft, jetzt muss ich außen rumlaufen. Ich habe was für Spielzeit gefunden. Und? 10 bis 15 Stunden. Ernsthaft? Ja. Ich halte keine 2 durch. Vollpreistitel, auf jeden Fall. Hä, wie komme ich jetzt da lang? Muss ich... Was? Hast du ja Doc-Syndrom geholt. Hast dich Syndrom geholt? Hä? Achso, Doc-Syndrom, ja. Ja, habe ich geholt. Scheint dich glücklich drüber. Ist ein tolles Spiel. Kann ich dir nur sehr am wärmstens empfehlen. Ans Herz legen. Daniel. Nö. Solltest du mal gespielt haben. Ist jeden Cent wert. Aber auch nur, wenn es umsonst ist, oder? Dann ist es noch nicht mal dann. Noch nicht mal dann. Ich glaube, das wär das erste Stream-Spiel, was ich während des Streams zerschneide, kaputt mache und alles. Im Stream. Wenn's ja, so aber weitergeht. Dann müsstest du wahrscheinlich einen neuen Stream starten mit einem anderen Spiel. Nein, muss ich nicht, nee. Weil ich über der Elgato stream. Elgato. Achso, ich ziehe die CD raus und knick die gleich kaputt. Ich werde wahrscheinlich mal. Vielleicht kann ich es noch verkaufen. Für einen Fünfer auf eBay. Den musst du dazugeben. Ja. Are you alright? Do you think I'm alright? What the hell were those things? Do you think I'm alright? The crew. Mein Gott. You saw the crew. What? Those things weren't human. They were human. Hallo Mentor 77. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Ihr wollt, dass ich das durchspiele. Ernsthaft, das hat 14 Stunden Spielzeit. Das halte ich nie und nimmer aus. Nie und nimmer. Und ich bin fast tot. Das packst du schon. Kriege ich eigentlich hier Leben, wenn ich hier so ein Sandwich esse? This is a nightmare. Ja, da sagst du. Das ist ein wahres Wort, was du gerade gesagt hast. Hat der jetzt eigentlich irgendwas bekommen? Ah ja, okay. Dann esse ich hier noch so einen leckeren... Sandwich und so Futter. We can do it together. Yes, alright. Yes, of course. So. Mit dem ausfahrbaren dritten Arm oder drittes Standbein, man weiß es nicht, gehe ich erstmal speichern. Ich wollte mir das Spiel ja auch erst holen. Zum Glück hast du nicht gemacht. Klar. So, ja, heute Fahrstunde gehabt, klar. Finde Diaz in Gewahrsam. Wir sind Deck 5, ne? Wo ist denn Cameron Diaz? Wo soll die denn sein? Warte mal, Gefängnis 8. Wo ist denn 8? Da hinten, wie komme ich denn da hin? Warte mal, rechts ist das. Da lang, hier müsste es sein, ne? Oder? Jupp, und dann links lang, alles klar. Okay. Ja, das Megaspiel. Achso, Daniel, man hört die übrigens auch, ne? Nicht, dass du dich wunderst, ne? Alles klar, gut. Jupp. Mit Stojan. Mit Stojan heute gehabt. So, wo ist denn 8? Oh, wir müssen ja darum, ne? Der Typ ist so behäbig. Das ist so unfassbar. Der kann doch mal zum Pixel hochklettern. So. Ist mein Lieblingsspiel übrigens. Kommt auf meine Top 1 2017. So, wir müssen rechts lang, ne? Ja, alles klar. Und dann aber auch die Tabelle drehen, ne? Dafür. Ja. Willst du Syndrom oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Kapi! Hallo Kapi! Hallo Kapi, Kapi, ich grüße dich. This willkommen. Must be Diaz. Jeez, this is gross.
Gott, ist das furchtbar, das Alter, doch nicht mal. Was? Alter, ist das furchtbar. Da musst du jetzt durch. Alter, noch nicht mal der Arm, den wir abgeschnitten haben, ist am Bluten. Und der ist sogar hohl. Da fehlt die Hälfte der Textur. Was ist das für ein Dreckspiel? Oh Gott, ihr wollt, dass ich das jetzt so spiele. Was, Kapi ist mein Bruder? Ja. Da gibt's ja mehr Blut bei Social Simulator. Fährt man von Dreck zu Dreck, ja. So, jetzt muss ich wieder zu Deck 4. Ist ja interessant. Und wahrscheinlich kommt jetzt wieder irgendwie so ein Krepel-Heinz auf uns zugelaufen. Bei Social Simulator gibt's auch mehr Drogentrips. Ja, stimmt. Ich frage mich, wann die Roboter anfangen rumzulaufen. Warte mal, mein drittes Bein fahre ich jetzt wieder aus. So. Social Simulator ist auch spannender. Ja, das stimmt. Zieh die Hose wieder an und fahr dein drittes Bein ein. Ja, vor allem, wie er seinen Arm ausfährt in der Mitte des Bildschirms. So. Boah Gott, ist das furchtbar. Gott, für sowas gibt man Geld aus. Aber, weißt du, alleine wegen dem Bild von Albert Einstein hat sich das Spiel schon gelohnt. So. Genau. Das war wahrscheinlich auch das teuerste am Spiel, dass sie das Porträt nehmen durften. Bei der Entwicklung. So. Wir müssen jetzt erstmal Deck 4 wieder zum Fahrstuhl. Gab's da wenigstens eine anständige Collector's Edition? Ja, gab es. Mit einem abgebissenen Hotdog. Du hast so eine Statue von einem Arm bekommen, oder? Ja, genau. Der hohl war. Der hohl war. Ja. So, ich habe gespeichert. Jetzt müssen wir wieder auf. Oder du hattest das Statue von dem Speicherpunkt bekommen mit einer Aussparung. Aussparung! Das kannst du doch niemals aushalten, wenn du Wasser aus einer braunen Flasche trinkst. Kannst das Spiel doch niemals aushalten. Furchtbar. Kommt drauf an, wie viel Wasser aus der braunen Flasche du schon getrunken hast. Nee, da kannst du noch so viel trinken, das ist egal, das ist noch niemals dann. Alleine musst du überlegen, du musst permanent jetzt, wie oft habe ich jetzt die Etagen gewechselt? Viermal? Fünfmal? Trink nicht so wie Krummacher! Wer trinkt denn hier Alkohol? Ihr trinkt keine Alkohol im Stream. Ihr trinkt mal nur Wasser aus der braunen Flasche. Wie oft habe ich jetzt gewechselt, die Etagen? Viermal, fünfmal? Und immer wieder ein Ladebildschirm. Das hast du bei Alien Isolation mal zwischendurch gehabt, weil die Karten so riesig waren. Siehst du, schon dunkler geworden. Oh ja. Ist definitiv dunkler geworden, das Spiel. Ja. Wahrscheinlich hat der Typ gerade hier, dieser Krepel-Heinz, wahrscheinlich gerade die Lampe ausgemacht. Gehe zum Ingenieurwissenschaft. Wo war denn der nochmal bei? 4, alles klar. Ich habe auch gar keinen Plan mehr, wo wir jetzt was machen müssen, wo wir hin müssen. Ich habe keinen Lust, Jimmer. Ja, hier. Wenn ich damit fertig bin mit dem Spiel, sehe ich so aus. Ja, dann hänge ich hier auch ab. Das sind ehemalige Spieler, die da rumhängen. Und was? Und Kotelett. Oh, geil. Oh, Bacardi und Kotelett. Geil. Schön mit Jalapenos angemacht. So. Habt ihr schon mal kurz so in die Runde gefragt, in der Party, habt ihr schon mal ein leckeres Kotelett mit Jalapenos angemacht gegessen? Jalapenos ist nicht, aber Kotelett finde ich aber geil. Ja, Kotelett angemacht mit Jalapenos habe ich mal gegessen. Wow, super lecker. Okay. Obwohl ich ja eigentlich nicht so der Typ bin, der scharf isst, ne? Gefällt mir bisher gut, das Spiel. Das glaube ich, ist okay. Hä, wieso ist denn jetzt hier die Tür offen? Na klar, jetzt auf einmal ist hier die Tür offen. Jetzt können wir hier langlaufen. Ist klar, Spiel. Will mich auch verarschen. So. Dann gucken wir mal. Hier, ehemalige Spieler hängen hier wieder oben ab. Die damit nicht klarkamen. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Ist das hier? Das Spiel ist gut zum Einschlafen. Ja, ich weiß. Von es passiert ja auch lange Zeit nichts. Was kommt? Es passiert gar nichts. Computerkern. Bin ich jetzt... Das ist das Problem. Hä, wir müssen... Hat man doch gerne. Wir müssen hier hin? Wieso?
Ach nee, Quatsch. Mal Speedrun. Warte mal, wo müssen wir hin? Ingenieurs, Ach, da 8 müssen wir hin. Wieso gehe ich denn nach 4? Ich bin so schlau. Das Spiel macht mich schon so fertig. Ich trinke nochmal einen Schluck. Prost auf euch, Stößchen. Dass ihr das mit mir aushaltet hier. Ist ja unfassbar. 7 Leute gucken sich das hier gerade an. Ist schon traurig, sowas. Das ist schon echt traurig. Also, das ist unfassbar. Dass du dafür Geld ausgegeben hast, ist traurig. Ja, das stimmt. Genau, Syndrom. The best game forever. Ja, the best game of the year. Wie viel hat's gekostet? Ich glaube, um die 40. Ja, guck mal, bei Spielekort hast du das gekauft, ne? Ja, ja. Muss man, aber die PEGI-Version, ne? Entschuldige, aber jetzt lache ich dich aus. 40 Euro? Ja. Aber man muss auch mal Scheißspiele spielen. So, komme ich jetzt hier rein? Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Scheißspiele und Scheißspiele. Da gibt es immer noch einen Unterschied. Und es wenn ich das heute durchspiele. Aber ich muss das durchspielen heute. Damit es das wenigstens Spiele, lohnt. Die sind scheiße, aber es macht dir nichts aus, weil du sie lustig findest und was weiß ich. Aber. PEGI-Version. Die UK-Version. Ja, PEGI. 33 Euro und die USK-Version 47 genau, Euro. 33, oh. Genau, 33. Can you hear me? Jimmy, where were you? Hallo. Are you okay? Oh, jetzt wird's interessant. I'm not okay, but wir haben. I just got to the engineering room. Okay. I'm about to turn on the field stabilizers. Jetzt erst? 40 Euro! Alter, 40 Cent vielleicht! Ich habe unten die Plasmaleitung repariert, als ich ein Geräusch hörte. Ich drehte mich um und sah diese verdammten Druiden, der einfach nur da stand und mich ansah. Diese Dinger sind unheimlich. Warum zur Hölle sind sie überhaupt an Bord? Was hat der Snow gesehen? Die Texturen sind echt ein Traum. You can't turn them on remotely. You must access both the forward and the back stabilizer. Got it. Be careful. I'll contact you later. Betrete den hinteren Stabilisator und starte das System neu. Wo ist denn der Stabilisator? Ach, 7. Okay, 7 ist da oben. Wir haben übrigens, jetzt wird's spannend. Wir haben Pistolenmunition bekommen und eine Taschenlampe. Wohlgemerkt, ich habe noch keine einzige Batterie gefunden. Das heißt, wir sollten sehr sparsam mit umgehen. Vor allen Dingen brauchen wir ja auch eine Taschenlampe hier, weil es ja auch hier so sehr dunkel ist. Wie man sieht. Ist ja auch, sagen, ist auch nicht, lieber brauchst. Ist ja auch nicht gut ausgeleuchtet, ne? Ich werde mal speichern nochmal. Sicher ist sicher, weil ich habe keine Lust, diesen ganzen Krepelkram hier noch mit meinen ausfahrbaren Armen nochmal zu spielen. So, dann ja, möchte ich überschreiben. Aber es ist nicht mal schlecht. Hat halt seine Fehler. Ja, das stimmt, aber es ist einfach. Es bringt keine Atmosphäre auf. Allein weil es so hell ist. Es ist halt ein bisschen langweilig, finde ich. Es zieht sich im. Es ist so. Oh naja. Es ist so. So Alien Isolation-Klon für Arme. Für die Leute, die Alien Isolation nicht kennen, die sollen sich das gerne mal. Jetzt wird's ein bisschen. Das reißt mich jetzt so vom Hocker. Systemfehler. Was haben wir hier? Multiscanner aufnehmen. Multiscanner, Multipass. Ich habe eine Trophäe erhalten. Aha. No Lock ist an. Stolz drauf, ne? Ja. Ist neidisch, weil ich das Spiel habe. Ja. Ja. Vielleicht, wenn du die Platin-Trophäe hast. Vielleicht wird das Spiel ja noch interessant. Ich muss jetzt hier so ein kleines Mini-Rätsel lösen. Oh, warte mal. Was? Hä? Es war doch ein Viereck. Was?
Was kommt denn jetzt? Hä, ich kann mich gerade nicht. Ich hab. Hä? Hallo? Ich habe. Ja, jetzt kommt. Hallo? Hallo? Willst du mich verarschen? Jetzt kommt Krepelheinz und ich habe so ein dämliches Handy in der Hand. Zwei sogar. Ja, natürlich! Aua, klar. Der Krepelheinz. Ja, ich laufe auch noch in der Sackgasse, schön. Betrete den verlorenen Stabilisator. Was? Betreten den verlorenen Stabilisator und schalte System. Neu, dick viel. Wie kann ich denn Waffe wechseln? Hä? Er kann sich nicht wehren, wenn er als dämliche Handy. Vor allem, wer hält denn bitte sein Handy so? So. Oder so. Vor allem, das sieht doch so aus, als wenn deine Figur gar keinen Arm hat, ne? Ja. Kann ich jetzt wieder... Nur die Hand. Mehr nicht. Ich würde gerne... Hallo. Hallo. Ich würde gerne... Nein, wieso? Hä? Alter, ist das beschmiert? Ich kann mich nicht mehr wehren. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr wehren. Ich kann nicht mehr den Stock... Stock gesagt, einfach so. Ich kann den Stab nicht mehr auswählen, den Stab des Wissens. Nimm doch deinen dritten Arm. Von dem, wo soll ich denn jetzt hin? Was steht da? Betreten von Stabilisator und Stadiosystem neu. Ja, 7. Wo haben wir doch gewesen? Krepelheinz kommt da hinten schon wieder an. La 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 la. Ich mach mal einen Bogen um den. Aber ich finde die Aussage von Schnocki echt süß, muss ich sagen. Aber es ist nicht mal schlecht, es hat halt seine Fehler. Das stimmt allerdings. Naja gut, es ist halt ein Spiel. Ne? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da hinten. Guck mal, da hinten krepelt er rum. Von, ich kann mich nicht mehr wehren. Es ist so... Ja, jetzt hast du Pech gehabt. Ende. Wo ist dein Kollege? Ach, da hinten spawnt er gerade. Alles klar. Und jetzt findet er trotzdem seine Käufer, das Spiel. Ja. Glaube ich jetzt wohl richtig? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich war falsch. Ich muss woanders lang. Ich muss jetzt links und wieder links. Hä, links? Aber... Was soll ich denn... Hä? Oder muss ich das Handy jetzt noch in Hand nehmen, oder was? Ja, Krepelheinz kommt schon. Vor allem, das Menü ist auch so super zu steuern mit dem... Es ist... Alter, ist es behindert. Alter. Boah, Alter, ich bewege den Stick im Menü und es bewegt sich nicht ein Zentimeter. Hier ist von Figurenspiel. Entschuldigung. Mann, dieses scheiß Kack-Arschloch-Spiel. Gibt's doch gar nicht. Alter, drück's doch! Es passiert einfach nichts. Regst du dich gerade auf? Nein, ich rieb ihn nicht auf. Okay. Jetzt nimmt er das Handy wieder in der Hand. Probieren. Warum nimmt er nicht diese scheiß Stange? Was soll ich mit dem Handy? Soll ich Krepelheinz fotografieren oder was? Komm, lass ein Selfie machen. Boah, ist das ein Dreckspiel. Das gibt's doch gar nicht. Geil. Ich habe aber in den besten Tagen ja schon viel erlebt, ne, aber das ist ja echt... Wieso kann ich denn... Kann ich die Kreissäge nicht einfach wählen? Ich würde auch so Geräusche machen, wenn ich das Spiel gespielt habe. Ich sollte den Stream umbenennen. Flexis Rage-Modus. Was kann ich denn damit jetzt machen? Gar nichts oder was? Ich würde den Stream umbenennen in Flexi hat ein drittes Bein. Ja, au. Stream-Titel, hier gibt's nichts zu sehen außer Langeweile.
Was? Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Es gibt hier nichts zu sehen. Es ist... Was ist denn noch für ein Rascheln? Ich muss mich gerade abreagieren. Ich muss mich abreagieren. Nee. Nicht rumschmollen, ja? 35 Euro mache ich gleich kaputt. Ja, mein DualShock-Controller ist gleich noch leer. Ja, natürlich, weil ich ja nicht weiß, was ich machen soll. Alter. Ja, gehst du mal spielen mit dem Papier. Kannst zerfetzen. Von der Verpackung. Habe ich ja gerade zerrissen. Ich habe... keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß nicht. Das Spiel zeigt dir noch niemals an, wo ich hin muss oder so. Boah, nee, weißt du was? Komm, ey, ohne Scheiß. Weißt du, hast du einen Putzeimer da? Schneid da Löcher rein und setz ihn dir auf den Kopf. Dann dreh dich im Kreis. Ganz ehrlich, ne? Diese Scheiße hier, ne? Diese Scheiße hier, ne? So eine Scheiße. Man kann die Scheiß-CD noch nicht mal kaputt machen, weil es einfach Wichse ist. Wie lange warst du nicht mehr im Fitnessstudio? Pisser, Alter. Ohne Scheiß. Hast du es jetzt echt kaputt gemacht? Ja. Boah. Nicht mal die CD lässt sich zerbrechen, ja. Nicht mal die... ohne Scheiß, was für ein Drecks-Hurenspiel. Ja, dann tu wieder rein und mach weiter. Nee, ist kaputt. Das geht nicht mehr, Banane. Oh, das ist nicht mal möglich. Mein Gott. So die beiden Hälften reinschieben. Nee, Mann. So ein Wichsspiel, ehrlich, ey. Boah. Ich habe ja schon einiges erlebt, aber so eine Pisse, ohne Scheiß. So eine Hurenwichse. Wie kann man nur so ein Piss auf den Markt bringen, ehrlich. So eine Wichse. Ich meine, klar, ich habe schon etliche Scheißspiele gespielt, ne? Aber das ist echt die Krönung. Das toppt's wirklich. Ohne Scheiß. Das toppt's wirklich. Gott. Du weißt ja noch niemals, was du machen sollst. Dieses verkackte Hurenwichsspiel gibt dir ein Handy in der Hand und sagt, ja, mach mal, zeig doch niemals irgendwas an, wo du hin musst. Pisse, Alter. Ehrlich, ey. Ich brauche immer zum Abreagieren. Ich spiele gleich Farming-Simulator oder so.